freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute fasse ich nochmal unseren Livestream von vor 2 Wochen zusammen. Dabei ging es um die Frage, wie läuft es eigentlich mit der Aufnahmeprüfung im Mittenwald und wie ist die Ausbildung da und alle Fragen rund ums, wie werde ich Geigenbauer. Ich empfehle jedem, sich vor der Bewerbung schon ausreichend zu informieren, wie später das Leben als Geigenbauer aussehen wird. Geht mal bei dem Geigenbauer bei euch in der Stadt vorbei, fragt, ob ihr mal ein paar Stunden einfach nur da sein und zugucken könnt, wie die Hauptarbeiten aussehen und fühlt da wirklich in euch rein, ob das was für euch ist. Neben dem Weg, den ich eingeschlagen habe, im Mittenwald meine Ausbildung zu machen, gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, in eine andere Geigenbauschule zu gehen, nach Newark oder ins Vogtland oder sich bei einem Betrieb auf eine Stelle als Geigenbauer zu bewerben. Wenn ihr euch, wie ich, für Mittenwald entschieden habt, dann kann ich euch jetzt ein paar kleine Einblicke darin geben, worauf ihr bei der Bewerbung achten könnt und auch, worauf es bei der Aufnahmeprüfung letztendlich dann ankommt. In der Bewerbung ist natürlich das Bewerbungsschreiben gefragt. Macht euch wirklich Gedanken, was ihr da reinschreibt. Gebt euch Mühe, vermeidet Fehler. Sowas kommt einfach nicht gut an. Zeigt wirklich, dass ihr Interesse habt und dass ihr dahinter seid und präsentiert euch. Das nächste ist die Zeichnung. Bei mir war damals eine Zeichnung von einer Schnecke gefragt. Ich glaube, 2 Ansichten. Es kann natürlich sein, dass es von Jahr zu Jahr variiert. Das Prinzip ist dabei aber das Gleiche. Und zwar könnt ihr da beweisen, dass ihr ein gutes Auge für Proportionen habt. Ich empfehle euch, euch sehr gut auf diese Prüfung vorzubereiten und euch auch die Gewichtung der einzelnen Teile anzuschauen. Auf der Seite ist es sehr schön beschrieben. Ihr seht genau, für welchen Teil ihr wie viele Punkte bekommt. Aber vernachlässigt keinen, denn es kann wirklich auch auf die Kleinigkeiten ankommen oder auch auf die weniger bepunkteten Teile. Denn im Endeffekt zählt die Gesamtpunktzahl. Beginnen wir mit dem Instrumentalspiel. Dort sollt ihr zeigen, was ihr könnt. Habt keine Angst, wirklich, also auch wenn ihr erst 2 Jahre Geige spielt, aber dafür dahinter seid, ihr müsst nicht Geige studiert haben oder ein absoluter Profi sein, um euch dort zu beweisen. Ich habe mich damals mit einigen Leuten zusammen in einem Raum eingespielt und dann wurden wir der Reihe nach aufgerufen. Die Vorspielzeit ist auch so ruckzuck vorbei, vielleicht 1 oder 2 Minuten gefühlt, wenn nicht sogar noch kürzer. Einfach, dass sie einen Überblick bekommen, okay, wie ist euer Stand, kann man damit arbeiten. Es gibt auch dann die Möglichkeit, während der Ausbildung Unterricht zu nehmen in den verschiedenen Instrumenten oder sogar ein neues Instrument zu lernen. Also wenn ihr Geige spielt, könnt ihr euch beispielsweise auch von der Schule ein Cello ausleihen und dort Cello spielen lernen. Das finde ich ein wahnsinnig tolles Angebot. Ebenso hatte ich damals in der Schule Orchester und Ensemblespiel und regelmäßige Konzerte. Kommen wir nun zur Zeichnung. Die zweite Zeichenprüfung ist eine technische Zeichenprüfung. Ihr müsst eigentlich nur diese Anleitung befolgen und möglichst genau zeichnen. Bleistift natürlich schön spitzen und dann ist das kein Problem. Die handwerkliche Zeichnung bestand damals bei mir aus 2 Teilen. Bei einem Teil geht es meistens darum, etwas zu raspeln oder zu feilen oder mit der Laubsäge auszusägen. Also das sind Werkzeuge, die ihr vorher schon mal benutzt haben solltet, um euch gut auf die Prüfung vorzubereiten. Mittlerweile wird, glaube ich, auch das Gespräch mit bewertet. Dort müsst ihr nicht mit Fachwissen, sondern authentisch zeigen, dass ihr Interesse am Geigenbau habt und dass ihr euch ein bisschen informiert habt über die Schule. Zusammenfassend zu dem Aufnahmeverfahren kann ich nur sagen, bereitet euch vor.